Meine Söhne sind in einem gefährlichen Alter, beziehungsweise haben es bald hinter sich. Der Älteste ist 20 Jahre, der Mittlere 17, fast 18 und der Jüngste 14. Man könnte auch sagen, der Älteste ist volljährig, der Mittlere ist fast volljährig, aber noch minderjährig und der Jüngste ist minderjährig. Aber warum überhaupt diese Kategorien? Volljährig, minderjährig, vor allen Dingen bei minderjährig, da denkt der ein oder andere noch an minderwertig. Dieses Wort minder ist ja eigentlich gar nicht schön. Nun, es gibt aber Rechte und Pflichten, die für die Gruppe der Menschen der Volljährigen gelten und Rechte und Pflichten, die für die Gruppe der Minderjährigen gelten. Und deswegen hat man diese beiden Begriffe. Das ist viel leichter als immer zu sagen, derjenige, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und derjenige, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Volljährig und minderjährig. Deswegen gibt es auch Begriffe für die Gruppe der Menschen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und die Gruppe der Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Deutsche und Ausländer. Es gibt Rechte und Pflichten für Deutsche und Rechte und Pflichten für Ausländer und die sind nun mal nicht deckungsgleich. Darum hat man einfach zwei Begriffe dafür. Aus demselben Grund verwendet man auch Mann und Frau. Zumindest in einem biologischen Sinne gibt es Dinge, die für den Mann gelten und es gibt auch Dinge, die für die Frau gelten. Und genauso gibt es auch eine Gruppe der Muslime. So bezeichnet man diese Gruppe. Das ist die Gruppe der Muslime. Und für die gelten auch bestimmte Dinge. Zum Beispiel, jemand, der zur Gruppe der Muslime gehört, darf ein Gebet leiten. Er darf Imam sein. Oder jemand, der zur Gruppe der Muslime gehört, für den wird das Totengebet verrichtet. Und jemand, der zur Gruppe der Muslime gehört, der wird auch auf einem islamischen Friedhof begraben. Deswegen hat man diesen Begriff Muslime. Für die gelten bestimmte Dinge. Jetzt gibt es dazu auch einen Begriff für die Gruppe der Menschen, die keine Muslime sind. Und der arabische Begriff dafür ist Kafir. Das ist die Bedeutung. Kafir bedeutet einfach nur die Gruppe der Menschen, die keine Muslime sind. Ein harmloser Begriff, oder? Das ist er auch tatsächlich. Was nicht bedeutet, dass man einen harmlosen Begriff nicht auch beleidigend verwenden kann. Das geht übrigens mit allen anderen auch. Beispielsweise mit Ausländer. Ich kann zu jemandem sagen, du Ausländer. Und das klingt schon nicht mehr so harmlos, wie der Begriff eigentlich ist. Und dasselbe geht auch mit Kafir. Es gibt leider den einen oder anderen Muslim, der glaubt, Allah hat ihm damit etwas an die Hand gegeben, womit er jeden beleidigen kann, der sich nicht zum Islam bekennt. Quasi beleidigen, nur halt auf Islamisch. Aber das ist mit Sicherheit nicht die Idee dahinter. Aber wie gibt man diesen Begriff nun am besten auf Deutsch wieder? Was bezeichnet man denn als Kafir? Das war ja die Gruppe der Menschen, die nicht Muslime sind. Ich würde deswegen auf Deutsch einfach den Begriff Nicht-Muslime vorschlagen. Ich finde es tatsächlich in diesem Sinne auch viel treffender als Ungläubiger. Ungläubiger klingt immer wie jemand, der an überhaupt nichts glaubt. Man versteht gar nicht das darunter, was eigentlich damit gemeint ist. Es bezeichnet einfach nur die Gruppe der Menschen, die keine Muslime sind. Ein harmloser Begriff, oder nicht? Was nicht bedeutet, dass es egal ist, ob jemand Muslim ist oder nicht. Zumindest im Jenseits hat das dramatische Konsequenzen. Aber der Begriff Käfer an sich, an dem sich so viele Menschen so gerne aufhängen, ist wirklich harmlos. Ihr kennt die Föderale Islamische Union als Vertreterin der Rechte der Muslime in diesem Land. Und das machen wir auch gerne. Aber das ist nicht unser einziges Ziel. Wir wollen ja eigentlich noch höher hinaus. Unser Ziel ist es, dass wir als Religionsgemeinschaft anerkannt werden, als Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie es im Fachjargon heißt. Und dafür muss die Föderale Islamische Union wachsen. Wir brauchen Mitglieder. Je mehr, desto besser. Bisher sind wir 4000 Mitglieder und das ist tatsächlich schon eine hervorragende Ausgangsbasis. Der nächste Schritt ist jetzt, die Föderale Islamische Union zu einem Verband von Moscheen und regionalen Teams auszubauen. Dazu suchen wir Geschwister, die sich zutrauen, einen Ortsverein zu leiten und bestenfalls vielleicht schon mal Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt haben. Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.